Ein herzliches Willkommen auf der Fuck Cancer Zentrale. Ich habe mir überlegt, dass ich jeden Tag euch ein bisschen was auf meinem YouTube-Channel poste. Es gibt ja nicht immer jeden Tag gute Nachrichten von mir. Heute muss ich mal sagen, ich bin ganz schön enttäuscht. Viele Menschen sagen immer, auf rumzujammern. Ich möchte euch mal erklären, wie das so ist, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Ja, ich habe diesen Weg selbst gewählt. Und ich habe ihn gewählt, weil ich denke, was Gutes damit zu tun. Was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, alle Klugscheißer, die meinen, auf meiner Facebook-Seite zu posten, dass wir alle so arm sind und dass wir uns alle Mitleid erhaschen wollen, geht mal in euer Badezimmer und guckt mal in den Spiegel. Oder vielleicht habt ihr gar keinen und deswegen seid ihr so drauf. Na, wie auch immer, es ist super einfach, jemanden anzugreifen, der im Internet öffentlich ist, so wie ich. Stellt euch mal in die Öffentlichkeit. Ich möchte gerne mal sehen, wie ihr damit umgeht. Auf jeden Fall finde ich das nicht cool. Ich zwinge keinen auf meine Seite, nicht zu sprechen von, und ich halte euch jetzt mal fest, den 200 nicht bezahlten Rechnungen in meinem Online-Shop. Tut mir bitte einen Gefallen, es erspart mir und meiner Aushilfe sehr viel Arbeit. Zahlt eure Rechnungen, wenn ihr bestellt, ansonsten bestellt einfach nicht. Letzten Endes geht es hier um einen guten Zweck und ihr verursacht nur zusätzliche Kosten für mich. Und das möchte ich nicht. Irgendwann bin ich auch. So, da haben wir wieder mein Lieblingswort. Ja, die eBay-Auktion ist jetzt zum zweiten Mal zu Ende gegangen und ihr werdet es nicht erraten. Derjenige, der das ersteigert hat, hat sich immer noch nicht gemeldet. Jetzt zum zweiten Mal. Vielleicht ist zum zweiten Mal ein Spaßbieter dabei. Wahrscheinlich wird es jetzt Kritik hageln über meine Kritik. Aber ich sag's euch, stellt euch mal in die Öffentlichkeit. Es wäre schade für die Leute, die sich wirklich hier Kraft und Mut holen, wenn ich aufhöre. Mir geht's jeden Tag um Leben und Tod. Und um den Kampf. Bitte zieht ihr nicht in den Dreck. Ich finde das nämlich nicht okay. Seid froh, dass ihr gesunder seid. Und versteckt euch nicht hinter der Internetplattform. Zu 90% von euch super lieb. Weil ihr seid echt toll, tolle Unterstützer. Und ja, die Masse steht schon dahinter. Das ist schön. Und die Spackos, und ihr seid Spackos, die sich ein Urteil erlauben, geht in den Garten kacken. Ich kann euch nicht leiden. Okay, in diesem Sinne, einen schönen Tag.